Und damit begrüße ich euch zurück zu einer neuen Folge City Skylines. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode und ihr seht schon, wenn ihr die letzte Folge nicht geguckt habt, bitte holt sie nach, auch wenn die sehr, sehr lang war, es tut mir wirklich leid. Aber wir haben eine neue Stadt angefangen, ich habe es erklärt, warum es so ist und bitte schaut unbedingt die Folge nach, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir müssen direkt weitermachen, weil schaut mal unten, die Nachfrage nach Wohngebieten ist ja immens gerade. Die Leute, die wollen alle in die Stadt ziehen und ich setze direkt auf diese Straßen, weil die sorgen auch für Lärmschutz. Und die werden wir dann nach und nach auch umrüsten auf die andere Straßen, weil dann sorgen wir direkt dafür, dass es keine Probleme gibt. Wir können auf verschiedene Spezialisierungen noch gehen. Das müssen wir in dieser Folge eigentlich auch schon angehen, damit wir auch noch ein bisschen andere Einnahmequellen haben. Zum Beispiel Forstwirtschaft und so. Wir haben ja super viele Bäume hier. Aber jetzt brauchen wir erstmal ganz, ganz viele Wohnhäuser, damit mehr Leute in die Stadt ziehen und wir die Steuern gut nach oben treiben können, weil wir müssen ja auch ein bisschen Umsatz machen. Und dann sind wir schon am Rand von dieser Kachel. Achso, Wasser haben wir, ne? Haben wir gerade gebaut, ja. Und ich habe mal noch ganz kurz ausgiebig eine Mülldeponie gebaut, damit hier drüben alles auch schön versorgt ist. Und ja, ich würde dann einfach mal sagen, wir machen dann direkt mal weiter. Mein Ziel ist es hinterher hier eine Straße zu bauen, die auch das hier, wobei ich, das ist eigentlich doof, weil so nutzen ja alle die Autobahn und das ist eigentlich deutlich cleverer. Eine Feuerwehrwache haben wir hier, wir haben hier eine Polizeiwache, haben wir gar nicht hier auf der Seite, die sollten wir auf jeden Fall auch noch bauen, weil wir sollten schön die Rate der Gangster unten halten. 6% finde ich eigentlich schon sehr gut. Feuerwehr haben wir hier, Arztpraxis haben wir auch, aber ich sehe keinen, haben wir einen Friedhof, habe ich den, doch, da haben wir doch einen, ich sag doch schon. Was haben wir denn hier? Achso, ja, Rettungshubschrauber-Depot sollten wir unbedingt auch später bauen, weil wir haben ein relativ großes Areal, die ganzen Stadtteile liegen relativ weit auseinander und dann würde ich eigentlich schon fast hingehen, genau, das ist ein sehr guter Punkt, Tsunami-Warnbojen bauen, weil wir weiß, in den Umweltkatastrophen, ne, und eine Katastrophenschutzeinheit sollte auch langsam mal kommen, die könnten wir direkt gegenüber hier von der Mülldeponie bauen, so. Und die brauchen natürlich auch eine Wasserversorgung. Falls wieder eine Naturkatastrophe kommt, damit wir direkt vorgesorgt sind und die Bevölkerung sich in sicheren Händen fühlt. Die Grundbedingungen sind alle optimal, wie man gerade sieht, ja. Oh, was ist hier? Nicht genügend Kunden. Kommt. Gedulden Sie sich. Die kommen, die kommen, die kommen. Ich guck mal eben hier drüben. Ja, da werden auch... Oh, da werden auch gerade Mitarbeiter... Bitte schießen die Stadt an eine Autobahnverbindung. Achso, da hinten ist auch noch eine Autobahnanbindung. Ja, haben wir doch schon hier. Ist doch schon da. So. Hier brauchen wir jetzt nichts mehr machen. Ihr seht, es wächst und gedeiht. Ja. Nur, das hier soll jetzt bis hier ungefähr, ne, bis hier ungefähr soll das erstmal ausgebaut werden. Und dann geht es hier hinten alles weiter. Können wir eigentlich schon, nein. Und das Industriegebiet wird dann später hier ausgebaut. Aber da werden halt Mitarbeiter gesucht. Aber die ziehen ja gerade alle hier rüber. Ja. Und, nicht genügend Arbeiter. Ja, die kommen, Leute. Die kommen. Ihr müsst euch gedulden. So. Vielleicht ist auch echt der Anfahrtsweg eigentlich zu krass. Weil ich meine, das ist schon relativ weit. Wobei, so weit ist das jetzt nicht. Wobei, ich kann diese Entfernung gar nicht einschätzen. Weißt du? Aufgrund der Tatsache, weil man nicht weiß, was ist weit in dem Spiel und was nicht. Ne? Aber Stauprobleme haben wir gerade gar nicht. Ja. Ich weiß, aber ich kann da drüben ja nicht mal hin. Hab ja nicht mal die Kachel da freigeschaltet. So. Okay, das Kundenproblem hat sich hier direkt anscheinend erledigt. Wie viele Einwohner brauchen wir nochmal für eine Universität? 6000, okay. So, das ist... Haben wir noch gar nicht hier. Oh, 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 oh. Ja, wir müssen nachrüsten. Kommt. Ah, Strom, ey. Puh. So, achso, wir müssen das ja mit den Heizungen bald mal angehen. Genau, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Fähre bald mal gucken. Weil die könnten auch wieder für... Könnten auch den Stau hier lassen. Genau, ich wollte einen Park hier bauen, weil hier noch gar nichts so was ist. Weil das kostet natürlich wieder... Nichts am Wohnraum, aber siehe mal da. Oh, jetzt müssen wir mal hier schauen. Eieiei, die Abwasserversorgung. Okay, macht da gerade Probleme. Die Plurre, die geht da schon wieder.
Die Kacke der Leute ist am Dampfen. So. Das tut mir echt leid. Aber es zieht ja in diese Bucht. Also, bloß da nicht schwimmen gehen. Ey, das ist gar nicht gut. So, und die Häuser, die upgraden sich. Also können wir eigentlich schon... Warte mal. Sollen wir den bezahlen jetzt? Komm. Ist jetzt, haben wir super viel Geld verloren, aber jetzt ist es erstmal so, dass wir schuldenfrei sind, Leute. Schuldenfrei. Der Bürgermeister wiederholt, die Stadt ist schuldenfrei. So. Wir können mal gucken, was mit dem Tourismus eigentlich ist. Ob wir da irgendwas Schönes bauen können. Nee, noch nicht. So, die Fähre. Ja, die könnte hier losfahren. Boah, wenn wir diese Kacheln noch hätten, könnt ihr die Fähre von hier, hier halten und hier hinfahren. Oder beziehungsweise hier hin. Und dann machen wir eine Straße dahin. Das wäre ideal. Aber 33.000. Und wir bräuchten diese Kachel. Kriegen wir beim nächsten Meilenstein eine Kachel? Nein. Erst beim den danach, ne? Also wir brauchen 6.000. Doch, kriegen wir wohl. Bei 6.000 Einwohnern kriegen wir eine neue Kachel. Ja. 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 Das könnte schon mal gehen. Machen wir schon mal die Straße dahin. Ein bisschen Wohnraum brauchen wir noch. Ja. Ja, jetzt wo ich wieder so die Stadt hier baue, habe ich ein richtig schönes Gefühl und es macht auch wieder mega Spaß, City Skyline zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, bei der letzten Stadt, da war ich mir dann irgendwann echt so, da war ich so unglücklich. So. Manchmal ist es halt so, weißt du, dann macht man und fühlt sich scheiße. Kann auch sein, dass es wieder hier passiert, aber ich hoffe nicht. Okay. Ich finde das so geil auch, dass es so grün ist und dass es dann direkt an den Häusern, am Wasser. So, und jetzt können wir, genau, nice. Die war das hier, ne? Ich muss mal ganz kurz durchplanen. Wenn wir die hier holen, dann kann die Fähre hier hinfahren. Ja, perfekt. Perfekt, Leute. Pass auf. Dann machen wir das jetzt. Die Fähre können wir hier anschließen. Wir sollten, können wir nicht... Warte mal. Genau das hier würde ich eher bauen. Aber fünf, boah, wobei haben wir? Wir können jetzt auch Krankenhäuser bauen, okay. Aber mit der Fähre könnte es sein, dass wir die Leute wieder die Straßen entlasten. Und dann die Leute noch schneller zur Arbeit kriegen, weißt du? Und das bietet sich hier mega gut an. Die Frage ist, können wir die Fähre direkt... die muss an der Straße gebaut werden, ne? Ja, hier so. Ja. 75.000. Strom. Oder warte mal, das machen wir einfacher. Brauche jetzt die extra. So. Ding, 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 ding. Aber jetzt müssen wir ja... Oh Gott. Ne, warte mal. Was kostet denn so ein Fährding? Fährenstation. Ein Depot brauchen wir ja auch noch, logischerweise. Aber machen wir mit die Haltestellen. Also da haben wir eine. Dann fährt das Schiff... Soll dann hier hinfahren? Hierhin würde ich eher machen. Ne, warte mal. So... Hier hin. Und wo ist... Genau. Und hier rein. Eins. Zwei.
Straßenanbindungen. So, okay. Wo war die andere hier? Oh, die ist ein bisschen versteckt. So, dann muss die Stromanbindung von da drüben hier rüber. So, dann bauen wir das Depot danach und mal gucken, ob diese Fähre dann genutzt wird. Da-dam, da-dam, da-dam. Nice. Okay, was kostet das Feriendepot? Jetzt kommt's. Ja, neues Gebiet verfügbar. 33.000, okay, das könnten wir eigentlich hier so hinstellen. Können wir das mit dieser Straße da verbinden? So, genau. Aber 33.000 müssen wir jetzt gleich zusammen haben. Geil, Leute. Das ist richtig geil. So. Und wir können jetzt auch Bürogebäude bauen, ne? Aber erstmal machen wir die Fähre jetzt fertig. Zack. Und. Zack. Strom kommt. Können wir mal hier ein paar Bürogebäude hinstellen. So. Okay, dann machen wir mal die Fährenstrecke jetzt. Ach. Achso, müssen wir erst das hier machen. Kann das? Nein, das geht auch so, oder? Ne, wir müssen diese Linie jetzt hier noch. Zack. Ah, ist zu eng hier, kann das? Oh. Ah. Warte mal. Gott. Ich muss das nur ein bisschen breiter machen. So. Geht das jetzt? Müsste. Nice. Man muss doch wissen, wie. Muss da jetzt eigentlich ein geschlossener Kreis sein? Oder geht das auch so? Müsste doch, oder? Probier's mal. Eins. Zwei. Drei. Und zurück. Zack. Da-dam. Da-dam. Achso, jetzt haben wir eine Fährenlinie, die müssen wir wieder abreißen. Oh. Da. Warning. Experts predict an earthquake could hit the area soon. Okay. Wenn die Leute jetzt die Fähre nutzen würden, das wäre... Ah! Nein! An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the... Bleiben Sie ruhig! Solange es nicht die Brücke betrifft, ist alles gut. Oh oh. Oh oh. Ich muss ganz schnell handeln. Dringend die Autobahn schützen. Ach du Scheiße. Geht das noch? Geht das noch? So, ich lasse das mal eben da. Nur um zu gucken. Aber ich glaube, wir haben. Ah. Okay, ich glaube, wir haben es überstanden. Nichts passiert. Reiß ich halt erstmal wieder ab. Weil das prinzipiell gar nicht mehr so dumm wäre, mal eine Hochwassermauer zu bauen, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, ob die Fähre genutzt wird. Universität. Ach, die brauchen wir auch noch, ne? Ja, die kommen als nächstes. Oh, die Straße ist aber schief gebaut hier. Das gefällt mir gar nicht. Naja, egal. So, was kostet die Universität?
Eine kleine Notunterkunft. Bauen wir mal da eine hin. Und hier drüben ebenfalls irgendwo eine. Da. So. Huiuiuiuiui. Und wir sollten auf jeden Fall einen Erdbebensensor bauen. Kann ja nicht schaden. Hier drüben auch einen. So, da decken wir alles mit ab. Sehr gut. Wobei, hier drüben müssen wir auch einen bauen. Wunderbar. Alles abgedeckt. Perfekt. Perfekt. Aber warum nutzen jetzt die Leute die Fähre nicht? Das check ich nicht. So. Dauert das ein bisschen? Weil, guck mal. Achso, wir haben zu viele Fähren erstmal. Das ist viel zu viel. Auch nicht so viele. Reicht, wenn eine erstmal fährt. ...17 pro Woche. Okay, wir hoffen mal, dass sich das immer mal etabliert. Wir bist aber viel schneller am Ziel. 10, ah, okay, langsam. 57, okay. Ich habe nichts gesagt. Es war doch eine gute Idee. So, Universität. Dafür brauchen wir eigentlich zwei. Eine hier, eine da hinten. Ist im Park, ne? Ja, wo bauen wir die denn jetzt am besten? So, wie sieht's denn hier aus? Oh, das Industriegebiet ist jetzt komplett voll. Hm, war eine Überraschung. Dann rüsten wir mal nach, ne? Dann rüsten wir mal nach. Ich liebe diese Stadt. Wirklich jetzt. Das habe ich bei der letzten auch gesagt, aber hier ist es halt geil, weil das alles so verteilt ist. So, aber diese Straße, die will ich echt gerne abreißen, ne? Ich will das alles perfekt haben in dieser Stadt, Leute. Ich mache das jetzt richtig. Es geht nicht, ne? Es geht immer darunter. Ja. Ey. Warte mal, was ist denn? Aha, der Punkt in der Mitte, der kannst du genau den nicht an. Okay. War der Abriss umsonst. Scheiße. Das ist wegen dem Gefälle. Das gefällt mir nicht. Egal. Kannst dich zu 100% perfekt haben. So, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Universität. Was brauchen wir denn dafür? 7, Alter, noch 10.000 brauchen wir. Und dann haben wir noch die Uni. Und dann kümmern wir uns um eine große Polizeizentrale, um ein großes Krankenhaus, große Feuerwehr. Dann haben wir wieder hier die Grundbedürfnisse abgedeckt. Und so müssen wir das nach und nach machen. Wie sieht es denn hier aus? Okay. So, da werden jetzt wieder Mitarbeiter benötigt. Fähre war eine gute Idee. 31 pro Woche. Aber hier... Hä? Allein da benutzen noch 108. Kann ja nicht stimmen, diese Anzeige hier. Okay. So. Ach so. Meine Damen und Herren, hiermit eröffnen wir feierlich unsere brandneue... Ach so. Unsere brandneue Universität. Aber wo stellen wir die denn hin? Da-dam, 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 da-dam. Eine Universität ist da. Aber hier unten bräuchten wir eigentlich direkt noch eine. Die Stadt bedauert es an alle Einwohner, die da leider für ausziehen mussten. Aber wir sorgen für bessere Bildung. So. Und dann holen wir uns direkt mal eben ganz kurz Antennenmäste. Weil die Sicherheit unserer Bevölkerung geht uns natürlich nicht am Arsch vorbei. 10.000. Wir sind immer noch bei relativ wenig Einwohnern.
Aber wir machen, wir upgraden die ganz cool eigentlich. Oh, Strom. Ist doch eigentlich da. Wird wieder nicht weitergetragen, oder was? Oh, guck mal, wie die alle ab... guck mal, was da los ist. Tick, 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 tick. Lol. Kaum ist eine Universität da, drehen sie alle am Rad. Ich bin überlegen, ob ich hier auch ein Kohlekraftwerk hinzwiebeln soll. Ich guck gleich mal, warte mal. 19.000, ne? Ja, wir arbeiten dran. Und die Arbeiten sind soeben abgeschlossen. Also strommäßig, ey. Pff. Die sind jetzt, um unser Image zu wahren. So, wir brauchen wieder einen neuen Wohnraum. Hier kommen die ersten Hochhäuser jetzt hin, weil das sieht hier so schön aus. Alter, wir haben so, wir müssen ja echt mal gerade ein bisschen Geld zusammen sparen. Das ist eine geile Stadt. Wirklich jetzt. So, Heizung ist das auch, was ich mir noch ausschreiben muss. Unbedingt auf die Agenda. Ist natürlich die Frage, wenn wir die dicken Hochhäuser dahin bauen, ob das alles so klappt mit der Stromversorgung, weil das wird jetzt schon krass. Tadam. Alter, wie geil. Ich glaube, wenn das hier alles fertig ist, dann haben wir schon den nächsten Meilenstein. Ja, der Strom wird immer weitergetragen, Leute. Ihr müsst ein bisschen Sekunden warten. Verdienen jetzt auch richtig gut Geld, würde ich mal behaupten, ne? Da oben werden noch Mitarbeiter gesucht. Ja, da hinten ist eine Autobahnanbindung. Ich weiß, die kommt doch noch. Die wird doch noch genutzt später, Mann. Chill. Kann ich mir eigentlich ein neues Gebiet wiederholen? Nö. Wo ist die Autobahnanbindung denn? Ist irgendwo hier hinten, ne? Das Gebiet habe ich ja noch gar nicht. Freunde. So, 7000 Einwohner leben in unserer Stadt. Schön. Da fackelt irgendwas. Die Grundschule zieht übrigens um, damit wir die Straße hier ebenfalls durchziehen können. Ja, Leute, die Grundschule ist doch wieder da. Manno. So, alles seine richtige... Also diese Bäume werde ich überall hinhauen, diese Straße, weil die sorgen im... Die sind Anti-Lärmschutz, weißt du? So, jetzt sparen wir Geld zusammen, um unten auch noch eine Uni hinzubauen. Also hier. Ne? Und dann kümmern wir uns mal um unser U-Bahn-Netz. Das kommt auch mal gleich dran. Dann machen wir noch eben eine neue Buslinie hier, weil wir haben ja den Knotenpunkt hier. Und sollten wir den nicht nutzen. Oder? Wo ist denn jetzt der Anfang? Ah, hier. Da-dum. Denn ich lese eure Kommentare und viele haben gesagt, U-Bahn-Netz, 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 ein gutes U-Bahn-Netz ist wichtig, ein gutes U-Bahn-Netz, U-Bahn-Netz. U-Bahn-Netz, ne? Also Uber. Schäß. Ja. Ein neues Gebäude. Ah, ja, sicher. Müsst ihr noch...
Das müssen wir die Uni kurz nach hinten verschieben, weil das hier ist wichtiger. Ne? Ja. Guck mal, direkt alle glücklich in der Stadt. Aber die Gefahr beträgt immer noch 35%. Das ist viel zu viel. Müssen wir mal gucken. Die haben wir schon, ne? Haben wir da schon überhaupt welche von? Nach gar nichts. Feuerwehrturm? Einen noch, komm. Ne, da haben wir schon einen, oder was ist das? Ah ne, das ist eine Feuerwehrwache. Wir brauchen noch einen Feuerwehrturm. Dann müssen wir in der nächsten Folge das mit der Uni machen. Oh! Leute! Wir haben jetzt eine schöne kleine Stadt hier. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Haben ein bisschen Geld gekriegt. So. Zip, 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 zip. Genau. Ja, was ich auch mal bald bauen will, ist ein Monorail. Weil der ist eigentlich auch geil. Der ist halt relativ schnell. Bisschen was noch für Sportbegeisterte machen. Die ganzen Hipster auch, weißt du? Schön Sport machen gehen können. Geil das aus. Ich finde das so nice, weil hier unten. Also hier hinten wird es einfach richtig. Es sieht richtig stylisch aus, die ganzen Hochhäuser. Ja, ich weiß, Autobahnanbindung, bla bla. So, da werden halt noch Mitarbeiter benötigt. Aber die kommen mit der Zeit. Hier sieht alles gut aus, ne? Alles sehr friedlich, alles sehr ruhig. Schön. Junge, Junge, Junge. Viel Verkehr, aber ich sehe keinen Stau nirgendwo, ne? Ja, doch, hier tummelt sich's ein bisschen. Aber ist es noch vollkommen harmlos. Ich denke mal, wenn wir bald auch mal hier eine Autobahnanbindung haben. Wir könnten ja eine Schnellstraße von hier nach hier bauen. Zum Beispiel. Ich glaube, das würde auch viel bringen. Weil dann müssen die Leute nicht erst hier hinfahren und hier hinfahren, sondern die suchen sich ja immer den schnellsten Weg. Wenn wir so eine Art Schnellstraße von hier nach da hätten. Über so eine Brücke hier zum Beispiel. Ich glaube, das würde auch sehr viel bringen. In dem Krankenhaus würde ich auch gerne bei dem Ausblick liegen. Ein Friedhof auch. Da. Schön. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von City Skylines. Heute schon wieder so eine lange Folge. Und da werden wir dann eventuell die neue Schnellstraße bauen, um eben das Problem mit den Arbeitern drüben zu beheben. Und wir brauchen noch mehr Wohnraum. Wir sind jetzt bei 8000 Einwohnern, beziehungsweise 9000. Gar nicht so viel, aber ich meine, wir haben relativ viel geschafft. Ihr seht die ganzen Häuser, die upgraden sich, ne? Und das finde ich zum Beispiel ganz cool, weil es ist ja ein Fortschritt da. Und ich denke mal, mit der Schnellstraße beheben wir die Probleme auch schon mal da hinten. Und dann haben wir eine Autobahn und eine Schnellstraße und schöne Gebiete. Ja, hier können wir dann nach hinten ausbauen. Schön, dass hier eine fette Stadt hinkommt. Aber dann haben wir immer hier noch eine Trennung. Und ich glaube... Oh. Da kümmern wir uns eben noch drum. Können auch mal wegen dem Wasser gucken. Dass wir eventuell mal hier so einen Staudamm bauen. Ich meine, weil ein Wasserkraftwerk, warum denn nicht? Wir haben ja die Möglichkeiten hier. Guck mal. Es läuft doch hier. Ne, zum Beispiel hier. Aber das funktioniert gerade nicht so gut. So, also, haut rein. Danke fürs Zusehen.